Zu Gast bei Metropol FM, der CDU-Chef Friedrich Merz. Herr Merz, was genau meinten Sie mit, die haben hier in Deutschland nichts zu suchen? War Ihre Wortwahl aus heutiger Sicht die richtige? Wir haben eine ausführliche Sendung gehabt über das Thema Integration, Einwanderung. Was geht gut, was geht schief? Wir haben in dieser Sendung ja auch sehr ausführlich darüber gesprochen, was alles gut gelungen ist. Und der ganz große Teil der Menschen, die einen solchen Migrationshintergrund haben, und jetzt nehmen wir mal die Gruppe, die Sie mit Ihrem Radio vertreten, also die Deutsch-Türken, sind ja eine Gruppe, die zu 99% in Deutschland angekommen, integriert sind, teilweise in zweiter, dritter Generation hier leben. Und ich bedauere ein bisschen, dass das, was wir in der Sendung ja auch besprochen haben, in der Medienberichterstattung dann anschließend gar nicht zum Ausdruck kam. Und dann haben wir natürlich auch über diese Ausschreitungen über Silvester gesprochen. Wir haben es hier vor allen Dingen mit jungen Männern zu tun, auch Deutsche dabei, die die Autorität des Staates nicht anerkennen wollen und die diesen Staat herausfordern. Und darüber haben wir in der Sendung gesprochen. Darüber haben wir auch gesprochen, aber bei weitem nicht allein. Wie würden Sie dieses Problem konkret lösen, wenn Sie an der Regierungsspitze wären? Ja, wir sind in der Tat immer noch zu sehr in der Beschreibung des Problems und zu wenig bei der Lösung des Problems. Die Beschreibung des Problems ist, glaube ich, weitgehend abgeschlossen. Wir sind uns darüber einig, und zwar parteiübergreifend, wenn ich es richtig beurteile, dass wir hier ein Problem haben, das wir lösen müssen. Aber wir müssen diesen Menschen natürlich auch ein Angebot machen. Das fängt in der Schule an. Bildung und der Zugang zur deutschen Sprache, auch, ich will es mal etwas salopp sagen, zum Betriebssystem Bundesrepublik Deutschland. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen auf Dauer hier erfolgreich leben, einen guten Beruf ausüben können, erlernen und ausüben können. So, über diese Voraussetzungen müssen wir sprechen. Aber wir können ein Problem nicht lösen, wenn wir es vorher nicht ausreichend beschrieben haben. Wir sind immer noch bei der Beschreibung. Und warnen vor Einwanderung in die Sozialsysteme in Deutschland. Was ist denn damit genau gemeint? Deutschland ist ein Einwanderungsland und zwar schon seit vielen Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten. Im Grunde genommen hat die Einwanderung ja mit den sogenannten Gastarbeitern in den 60er Jahren begonnen. Vor allem, nicht ausschließlich, aber vor allem türkische Einwanderer, die dann auf Zeit kommen sollten und auf Dauer geblieben sind und zum ganz großen Teil sehr erfolgreich. So, das ist im Grunde genommen das Modell, über das wir sprechen müssen. Wir brauchen Einwanderung in diesem Land. Wir brauchen Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Der deutsche Arbeitsmarkt ist heute schon ohne die Einwanderer gar nicht mehr existenzfähig. So, das wird auch in den nächsten Jahren mehr. Wir stehen vor einem tiefgreifenden demografischen Wandel. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den Ruhestand. Geburtenschwache Jahrgänge kommen nach in den Arbeitsmarkt. Uns fehlen Fachkräfte. Uns fehlen Arbeitskräfte und Fachkräfte im Grunde genommen auf allen Ebenen. Wir müssen gezielt in diesen Bereich Einwanderung ermöglichen. Und das ist das, was wir sagen, was auch ich sage. Wir brauchen diese Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt und zwar auch mit einem wirklich guten Integrationsangebot. Aber wir dürfen auch und müssen, meine ich auch sagen, wir müssen vermeiden, dass wir noch mehr Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme haben. So wie zum Beispiel aus der Fluchtbewegung 15-16 sind sehr viele in den Sozialsystemen angekommen bis heute. Und wir haben es nicht geschafft, sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das wird wahrscheinlich die größte Aufgabe der nächsten Jahre sein. Wie stehen Sie allgemein zur doppelten Staatsbürgerschaft? Es wird ja angeboten. Ja, ich habe dazu offen gestanden noch kein wirklich abgeschlossenes Urteil. Ich bin grundsätzlich vorsichtig, weil ich meine, dass wir in der Staatsbürgerschaft auch ein Stück Identifikation, Anerkennung, auch Loyalität zum Ausdruck bringen zu dem Staat, in dem wir leben. Es gibt gute Gründe auch zu sagen, ja, eine zweite Staatsangehörigkeit sollte möglich sein, sollte möglich bleiben. Das hat zum Teil auch sehr konkrete rechtliche Hintergründe, zum Beispiel das Erbrecht wird ausgeschlossen, wenn die Staatsbürgerschaft aufgegeben wird. Das hat viele Aspekte. Ich bin am Anfang einer neuen Diskussion zu diesem Thema. Ich verschließe mich diesem Thema überhaupt nicht. Das tun wir auch in der CDU-CSU nicht. Aber wir sind etwas vorsichtig bei diesem Thema, weil wir sagen, wir müssen auch auf Loyalitätskonflikte achten. Mhm. Und die Staatsbürgerschaft ist nicht etwas, was wir leichtfertig einfach mal so abgeben sollten und den Zugang erleichtern sollten, sondern wir sollten es sorgfältig diskutieren und dann sollten wir auch versuchen, zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Ich bin vor allen Dingen der Meinung, nicht nur parteipolitisch, sondern auch gesellschaftspolitisch sollte darüber eine große Akzeptanz in Deutschland bestehen.
Also in diesem Sinne, komplett Verhandlungsbereitschaft zeigt die CDU? Jederzeit, das ist aber nicht nur bei diesem Thema. Vielleicht Änderungsvorschläge bezüglich diesem Thema? Wir werden sehen, was die Koalition vorschlägt. Wir werden in der nächsten Woche, heute in einer Woche, in der Bundestagsfraktion die erste große Diskussion zu diesem Thema führen. Und wir sind hier wirklich offen für gute Vorschläge. Das Ziel muss immer sein, dass die Menschen, die in Deutschland auf Dauer leben wollen, gut in diese Gesellschaft integriert sind und dass es keine Unterschiede mehr nach Herkunft gibt, sondern nur noch einfach danach beurteilt wird, sind das Menschen, die in diesem Lande gerne leben, gut leben, einen Beitrag auch dazu leisten, dass dieses Land eine gute Zukunft hat. Herr Merz, wir stehen jetzt in Berlin kurz vor den Wiederholungswahlen. Der 12. Februar naht. Ja. Gehen Sie von einem Regierungswechsel in Berlin denn aus? Oder warum sollten jetzt konkret die deutsch-türkischen Wähler die CDU wählen? Ich habe den Eindruck, dass viele deutsch-türkische Wähler sehr genau beobachten, wie diese Stadt funktioniert. Und gerade eine solche Großstadt wie Berlin, unsere Hauptstadt, muss in ihren Kernfunktionen funktionieren. Und deswegen glaube ich, dass hier ein Regierungswechsel angezeigt ist. Der rot-rot-grüne Senat in Berlin verantwortet viele Fehlentwicklungen. Kai Wegner und die CDU werden hier einen neuen Aufbruch in der Stadt ermöglichen. Sie sind auch sehr offen für Veränderungen in dieser Stadt, aber diese Stadt funktioniert in großen Teilen nicht mehr. So, und das muss sich ändern. Und deswegen ist Kai Wegner aus unserer Sicht der richtige Mann für diese Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin am 12. Februar. Die CDU liegt vorn in allen Umfragen. Die Frage ist, reicht es, um eine Regierung zu bilden und darum kämpfen? Würden Sie, wie Herr Söder, auch eine Chaotenstadt sagen? Ich bin immer mit so pauschalen Urteilen vorsichtig. Diese Stadt hat ihre fantastischen Seiten. Es ist eine vielfältige Stadt. Es ist die deutsche Hauptstadt. Wir haben hier ein kulturelles Angebot wie in kaum einer zweiten Stadt. Es gibt viele Dinge, die in Berlin einfach wirklich fantastisch sind und die Sie nirgendwo anders in Deutschland finden. Es gibt andererseits Dinge, die einfach nicht gut funktionieren. Die Verwaltung hier in dieser Stadt ist unzureichend ausgestattet. Die Schulen in Berlin sind nicht gut genug, auch was unser Thema betrifft, über das wir hier gerade sprechen, nämlich Integration der Menschen mit Migrationshintergrund. Da kann man etwas ändern, daran muss man etwas ändern und das wollen wir auch. Herr Merz, an Berliner Schulen werden viele Kinder mit Migrationshintergrund auch durch Erziehungspersonal, Lehrerinnen und Lehrer diskriminiert. Wie plant die CDU, hiergegen vorzugehen? Wir müssen etwas dagegen tun. Wir kennen dieses Phänomen im Übrigen nicht nur aus Berlin. Mhm. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Wir sehen etwas Ähnliches auch in den Städten des Ruhrgebiets. Und deswegen will ich es noch mal ganz grundsätzlich sagen. Die deutsche Sprache, wenigstens die Grundkenntnisse der deutschen Sprache, sind jede Voraussetzung für weitere Integration. Bildungsfähigkeit, Investition in die Bildung, dafür zu sorgen, dass Kinder auch mit einem schwierigen Elternhaus, mit Problemen von zu Hause, und das sind ja nicht nur Migrantenfamilien, sondern auch deutsche Familien, die Schwierigkeiten zu Hause haben, brauchen hier ein gutes und ich meine auch sagen zu dürfen, ein besseres Bildungsangebot, Bildung und die deutsche Sprache zu sprechen, rechnen, schreiben, lesen zu können, sind die Grundvoraussetzungen für jede Maßnahme im späteren Leben. Wer das in der Schule nicht lernt, wird auch später scheitern. Insofern, wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Herr Merz, sollte aus diesem Grund auch in Bildungsstätten, in Schulen ausschließlich die deutsche Sprache gesprochen werden? Nein, natürlich nicht. Wir lernen ja schon teilweise in den Kindergärten eine zweite und eine dritte Sprache. Befürworte sehr, dass das auch weiterhin getan wird. Und das muss sich nicht auf Englisch und Französisch alleine beschränken. Aber die deutsche Sprache ist die Voraussetzung für alles Weitere und alles Spätere. Und deswegen sollten die Kinder gut Deutsch sprechen lernen. Wenn sie das tun, wird uns manches Problem später erspart bleiben. Finden Sie momentan die Hilfeleistung der Bundesregierung ausreichend oder was müsste noch an Hilfen geleistet werden für die Bürger? Also Herr Poirier, wir haben ja im letzten Jahr eine sehr intensive Debatte über dieses Thema gehabt. Im Grundsatz hat die Bundesregierung ja nicht alles falsch gemacht. Das Problem, was wir haben, ist, dass vieles von dem, was an Hilfeleistungen jetzt bereitgestellt wird, einfach sehr spät kommt. Viele Haushalte bekommen ja erst im übernächsten Monat die Hilfen dann rückwirkend ausgezahlt für die Monate Januar und Februar. Und das ist einfach zu spät. Die Bundesregierung hat zu lange diskutiert, zu lange gestritten, zu lange über die Gasumlage diskutiert. Das ist alles wertvolle Zeit, die da verloren gegangen ist. Es hätte früher gemacht werden müssen.
müssen und ich meine auch früher gemacht werden können, dass geholfen wird, ist unstreitig. Dem haben wir ja auch zugestimmt. Sagt der Parteivorsitzende der Christlich-Demokratischen Union CDU, Herr Friedrich Merz, im Interview bei Metropol FM. Haben Sie lieben Danke, Merz, fürs Kommen. Ich danke Ihnen, es hat wirklich Freude gemacht.